Ich nehme euch heute mit auf eine Rennradtour ins Berchtesgadener Land. Uns erwarten wunderschöne Aussichten, steile Anstiege, knackige Abfahrten. Ja, auf eine bergige Runde. Jetzt geht's los. Und damit herzlich willkommen bei Explorer Hotels, dem Kanal für Aktivurlaub in den Alpen. Ich bin der Reiter Philipp, ich komme aus Reichenhall und ich nehme euch heute mit meinem Rennrad auf eine schöne Tour durch das Berchtesgadener Land. Wir starten hier im Explorer Hotel Berchtesgaden, werden dann auf die Rossfeld Panoramastraße hochradeln, das ist ziemlich steil. Dann geht es Richtung Salzburg runter, einmal rund um den Untersberg, noch einen kleinen Buckel nehmen mit den Hügel, bevor wir dann wieder über Reichenhall als Wachtal zurück nach Berchtesgaden kommen und wieder hier im Hotel uns gut gehen lassen. Wir haben jetzt gerade gut gefrühstückt und heute wird es ein warmer Tag, deswegen starten wir gleich in der Früh und ja, jetzt geht's los. So lala, wir starten jetzt hier im Hotel. Die Sonne scheint, es könnte nicht besser sein. Jetzt geht's zuerst nach Berchtesgaden, den Markt und dann die steile Rampe hoch. So, und nach einem kurzen Aufwärmen geht es jetzt hier die 24%. 24%, 24, also es sackt steil. Das Ross fällt hoch, am Anfang ist steil, nachher wird es flacher. Wenn man sagt, okay, das ist einem jetzt zu viel zum Start, man kann auch eine andere Route wählen, die ist ein bisschen moderater. Tatsächlich ist der Anfang immer steil, aber das ist jetzt schon besonders steil. Das ist aber auch die Herausforderung von der Passage vom Rossfeld. Das schauen wir uns jetzt an. So lala, jetzt haben wir unseren ersten Teil vom ersten Anstieg hinter uns. Es ist brutal steil. Also ich habe jetzt 400 Höhenmeter auf 3 Kilometer. Also es ist eine richtige Rampe. Also es ist wirklich eine Challenge. Wir sind jetzt hier am Parkplatz vom Obersalzberg, wo es aus Kehlstein auch hochgeht. Gleich ums Eck geht es auf die Rossfeld Panoramastraße. Aber jetzt richtig schön, jetzt war es bisher nur steil. Also die Gesamtdaten der Tour sind ungefähr 115 Kilometer mit ein bisschen mehr als 2000 Höhenmeter. Wenn man jetzt hier nicht den steilen Anstieg macht, sondern ein bisschen Alternative, eine bisschen flachere Alternative, dann hat man ein bisschen mehr Kilometer. Die Tour ist grenzüberschreitend, das heißt, wir werden ein bisschen nach Österreich kommen. Und ja, also im Prinzip geht es einmal rund um den Untersberg, den man hier sieht, die Untersberg-Südseite. Kann man übrigens auch super gut klettern und bergsteigen und wandern. Und es gibt einen Klettersteig. Und ja, jetzt haben wir ungefähr noch 700 Höhenmeter die Panoramastraße hoch. Und ja, das schauen wir uns jetzt an. Fahren wir kurz in Gegenrichtung. Jetzt sind wir in den Untersberg nochmal in richtig schöner Pracht. Genau, und darum, um den geht es rum. Es ist ein bisschen Wolke geworden, ist jetzt schneller zugezogen, als wir gedacht haben. Aber das macht nichts. Weil dann ist es nicht so heiß. So, lala, jetzt sind wir auf den letzten 50 Metern, bevor wir am Gipfelplateau ankommen. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Was sind eure liebsten, eure schönsten Rennradtouren im Berchtesgadener Land? Schreibt das in die Kommentare. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann abonniert den Kanal. So,
So, jetzt sind wir hier am Gipfelplateau angekommen, auf knapp über 1500 Meter. Jetzt geht es gleich in die Abfahrt ins Österreichische runter. Wie man schon sieht, die Aussicht ist richtig toll. Das Tenningebirge, der Hohe Göll und, ja, und das Salzachtal. Ja, hinter uns ist das kleine Skigebiet. Da haben wir letztes Jahr schon mal ein Skitourenvideo gemacht. Wer sich das interessiert, schaut es euch an. Und hier rechts von uns ist Salzburg. Und die Straße hier ist richtig bärig zum Runterfahren. Ja, wir sind jetzt halt im unteren Drittel des Downhills angekommen. Wir haben jetzt halt schon insgesamt mehr als die Hälfte der Höhenmeter. Distanzmäßig haben wir noch knapp 90 Kilometer vor uns. Also da sind wir noch weit von der Hälfte entfernt, aber Höhenmeter haben wir geschafft. Ja, jetzt geht es nach Österreich rüber und dann ja, Richtung Untersberg und einmal drumherum und dann wieder ins Bayerische. Welcome to Austria. Schaut ziemlich gleich aus wie in Bayern, aber wir sind technisch gesehen in Österreich. So, wir sind jetzt halt nach wie vor im bayerisch-österreichischen Grenzgebiet. Wir sind jetzt im Marcellenberg. Hier sieht man die Untersberg-Südwand richtig schön. Und jetzt geht es kurz wieder nach Österreich und nach Fürstenbrunn. Und da gibt es einen steilen Anstieg. So, wir sind jetzt in Fürstenbrunn. Jetzt haben wir gleich einen 200 Höhenmeter Anstieg vor uns, richtig knackig mit 20%. Auf geht's. So, der kleine Anstieg ist geschafft. Jetzt geht es wieder super fluffig runter. Ja, dann haben wir ein bisschen ein Flachstück, bevor es Richtung Högl geht. Der Bayerische Hügel. Högl, der Bayerische Hügel. Einen großen und zwei kleine Anstiege vor uns. Jetzt hat passieren wir Bad Reichenhall. Also die Bonusschleife auf den Hügel habe ich mir jetzt gespart. Das Wetter zieht wieder so komisch rum und ist Gewitter angesagt. Also jetzt sind es ungefähr 20, 25 Kilometer, 300 Höhenmeter weniger. So, jetzt haben wir das Wachtal auch hinter uns. Das war der letzte große Anstieg. Ja, jetzt fahren wir hier auf der Deutschen Alpenstraße in die Ramsau und dann weiter in die Schönau, wo wir wieder zurück zum Explorer Hotel fahren. Und das ist wirklich eine von den schönsten Strecken mit wunderschönem Panorama im Nationalpark.
von der Deutschen Alpenstraße runter in die Ramsau, ins Bergsteigerdorf, vorbei am Hochkalte und am Watzmann. Da gibt es einen kleinen Gegenanstieg in die Schönau und dann sind wir schon wieder beim Explorer Hotel. So, jetzt sind wir wieder zurück am Explorer Hotel Berchtesgaden. Also die Runde war richtig schön, sie ist schon herausfordernd, also wir haben echt steile Anstiege, gerade am Anfang ist richtig steil, auch zwischendrin, also man kann sich wenig ausruhen, aber man will sich ja sportlich betätigen. Ich würde mal sagen, es sind schon die Runde ist für jemanden, der durchaus fit ist und ja, um die 2000 Höhenmeter gut bewältigen kann. Fahrzeit liegt zwischen 5, 6, 7 Stunden, je nachdem, wie viel Zeit man sich dazwischen lässt, wie oft man bei der Bäckerei einkehrt. Hier ist übrigens sehr, gibt es richtig gute Bäckereien auf dem Weg. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr hier mehr sehen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Servus!